Okay, damit willkommen zurück bei Dark Souls 2. Mir wurden zwei Sachen nahegelegt. Das erste war, ich sollte zu dem Brunnen mit dem Stein da hinten gehen. Da kriege ich noch eine Scherbe. Seit wann liegst du denn hier? Ach, du liegst schon immer da. Da war mein Item drin. Ey, vor Gott. So, hier und hier soll ich den Stein runterschlagen. Ah ja, okay. Und man bekommt noch eine Estos-Flakon-Scherbe. Sehr schön. Dann haben wir wie viel? 4 Stacks. Sehr gut. So. Und dann... Hey, Princess. Ja. So, jetzt haben wir 4. Und dann sollte ich zu der Tür, die verschlossen war, wo die beiden Speerträger vorstanden. Ich glaube, das müsste die hier unten gewesen sein, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig falsch liege. Da sollte ich wohl besser weitergehen, aber I don't know. Kurz gucken. Schnauze da oben. Entweder ihr kommt mit runter oder ihr lasst mich in Ruhe. Muss ich da hinten hin. Könntet ihr vielleicht mal irgendwie eine Kiste treffen, die explodiert? Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie hart ich das feiern würde. Da bin ich fast reingedodged. Dodge Road, entspannt euch mal. Hier hin. Alla! Seid ihr komplett bescheuert oder was? Hierher werfen, los. Oh, ihr seid ja zu blöd für alles, Alter. Holy shit. Alter, ihr seid echt zu blöd zum Kacken, ne? Hier hinwerfen, bitte. Oh mein Gott, Alter. Ihr wollt mir das Ding an die Kopf werfen, ne? Los. Ja, okay. We're getting closer. Das war voll daneben. Puh. Das war Unluckers. Wie habe ich denn? Ja, komm, wir nehmen mal eine Menschlichkeit, damit wir wieder normal sind. Ja, wieder voll. Zack. Das voll heilen können auch wieder. So. Wirf! Scheiße, der guckt nicht mehr her. Ach komm. Ihr geht mir auf den Sack da oben, wisst ihr das? Ich muss halt aufpassen. Nämlich viele von denen. Ja, genau sowas wollte ich nämlich nicht haben. Ja. Entspannen Sie sich bitte, Alter. Du nervst mich. Und zwar hart. Flügellanze. Läuft wieder bei mir der Anfang, aber es ist halt immer so, ne?
Eine verschlossene Tür. War denn hier nochmal eine verschlossene Tür? Ich kann mich nicht erinnern, dass hier eine geschlossene Tür war irgendwo. Ich meine, hier war der Nebel. Und da geht's runter. Da wir die zwei Speerträger sind und das. Die geschlossen. Achso. Das war knapp. Aber das hier unten ist keine Tür, ne? Sackgasse, genau. Komme ich nicht rüber von hier aus? Kann ich da rüber springen? Also ich meine, ich kann hier runterfallen, dann bin ich dead AF. Und da unten ist so ein Feuersalamanderkopf, der gerne mit Feuer spuckt. Oh, wait a second. Hey Dicky. Ich sehe dich nicht. Komm hinter der Säule davor. Ja, das war keine gute Idee. Steh auf. Ah, okay. Alles klar. Warte mal. Kann ich jetzt hier raushüpfen? Zwischendurch? Geht das? Nee, ne? Nee. Da komme ich aber auch nur runter. Genau, das ist ja einfach nur die... Ah, okay. Und deswegen war der andere da. Ich sehe dich. Hi. Gut, dass es von der falschen Seite angreift, die Waffe. Yo, entspann dich! Du Bastard, Alter. Okay, die Waffe ist tatsächlich für so großräumige Sachen echt shitty, McTiddy. Okay, aber da komme ich auch schneller hin, wenn ich hier runtergehe. Aber wo sollen denn bitte zwei Speerträger sein und eine geschlossene Tür da unten? Sonst hätte ich so ein scheiß Salamandervieh, ne? Soll ich schneller? Zwei Speerträger und eine verschlossene Tür. Ah! Soldatenschlüssel benutzt. Okay. Ring der Wiederherstellung und eine Fackel. Mhm. So, 1,50. So, wenn man noch fein ist. Hallo, Mr. Großer Ritter. Was geht? Noch was? Oder bist du alleine? Du bist alleine, ne?
Lässt du mich in Ruhe, wenn ich dir nicht zu nahe komme? Du lässt mich in Ruhe, ne? Prächtige Lanze. Und ein gelbes Kraut. Ach so, der geht immer wieder dahin zurück. Kommst gar nicht nach vorne? Ah, jetzt kommst du nach vorne. Oh! Okay. What? Aber natürlich! Sonst geht's ja aber gut, ja? Okay, das war nur der Einzelhit. Auch ein Einzelhit. Oh, das hat getroffen. Ja. Blitzi Blitz Blitz Schwert, geh weg. I got you, bro. Ah, fuck, den hat er schon geblockt. Uhuhu, das war lucky. Hurra für Sinnlos. Bring das Symbol des Königs in euren Besitz. Okay. okay. Sonst ist hier nichts, ne? Was ist das noch? Handwerker oben. Ja, aber... Hä? Runter geht's hier nirgends hoch. Komme ich hier doch aber auch nicht. Ich habe hier keine Leiter. Oder übersehe ich gerade schon wieder eine Leiter? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nö. Nö. Zunge. Was hat der hier gemacht? Ah. Da wurde gekämpft, I guess. Es sind zwei Blutflecke. Lul. kann man aber nichts machen. Truhe voraus. Nein, you don't say. Stehst vor einer Truhe und hast unten ein Ding, wo dran steht, Truhe voraus. Nice. Kartoffelsalat. In kleine Scheiben muss man sich schneiden, Kartoffelsalat. Und nee, weiter weiß ich den Text nicht. Alter, warum habe ich das Lied im Kopf? Warum? I don't know. Mein Gehirn ist einfach... I don't know. Ja, ich will da rein. Gut, dann eben nicht. Okay, ich glaube, das war's, oder? Mehr ist hier nicht. Oder war hier noch irgendwo irgendwas verschlossen? Was ich jetzt gerade übersehe.
Hier war noch was verschlossen. hier kann man auch nochmal den Soldatenschlüssel benutzen. Hey. Can somebody tell me why it's dark inside? Vorsicht, Skelettfackel wird benötigt. Ja, okay. Wo kriege ich jetzt um die Schnelle eine Fackel her? Hm? Was war das? Wo kam gerade das Stampfen her? Hallo? Hallo? Stampferinus Maximus Verus. Alter Schwede, der diese Glück. Ew. Chameleon oder was? Okay. Da hinten ist ein Ständer für Fackeln, aber ich habe tatsächlich nicht gesehen. Wo zur Hölle ich hier. Ah, kann ich hier meine Fackel anzünden? Warum kann ich meine Fackel hier nicht anzünden? Unlogisch. Mist. Also es geht ja nur an Bonfiren. Aber es geht ja an Bonfiren, ne? Warte mal. Wir haben ja jetzt aufgeräumt. Und wenn ich jetzt hier oben am Bonfire... Wie kann ich am Bonfire meine... Also es geht, muss ja auch am Bonfire gehen. Fackel anzünden. Alles klar. Wenn man dicht genug dran ist, steht, geht's. So, ich habe 30 Minuten jetzt Fackel hier. So, dann machen wir das Ding hier an. Rennen wir hier mal rein. Vorsicht, Skelettfackel wird benötigt. Ah. Kann ich die dann? Oh fuck. Okay. Schwarze Feuerbombe und Heimatknochen. Fein. Ich nehme trotzdem mal ein Estus, damit es schneller geht, damit ich sicherheitshalber full life bin. Da vorne sind nochmal Skelettteile. Zack. Ach nee, ist gar kein Skelettteil, ist eine kaputte Kiste. Das sind aber Skelettteile. Da ist noch eins. Und da ist noch eine Tür. Und nochmal Fackeltime. So viel Fackel habe ich gar nicht verbraucht, wie ich jetzt schon wieder kriege. Oh, okay. Huh, Bogenschütze! okay. Waffe voraus. Ich gucke auch auf Fallen auf dem Boden. Du. Ist aber nur einer.
Oder kommt von irgendwo anders noch einer her? Ah! So ein Aas. Ein Menschenbild, sehr schön. Das nehme ich doch gerne mit. Gehen wir hier mal auf. Gucken mal, ob wir gleich einen auf den Sack bekommen sollten. Nö, ne? Sieht nicht so aus. Da ist aber ein großer, das ist doof. Dann gucke ich doch erstmal nach oben. Und ich gehe wieder runter. Tschüss. Kommst du hier runter? Never. Kommst du von der anderen Seite? Auch nicht. Ach so, du bist jetzt da runtergegangen, ne? Das ist ja auch geil. Dann kommst du jetzt da lang zu mir, oder? Ja, kommst du. Was aber gut ist, dann kann ich dich nämlich hier in die Tür reinziehen. Kommst du durch die Tür durch? Kommst du. Oh, da hat er mich diesmal erwischt. Okay. Das war okay, das war Nummer 1 von da oben. Ich habe ja Life Region, das heißt, ich muss eigentlich nur gucken, dass ich an dem da ganz gut vorbeikomme. Jedes Mal. Okay, die da oben haben tatsächlich immer noch Bock auf mich. Finde ich tatsächlich jetzt nur so semi-optimal. Außer einer von euch kommt da oben jetzt gleich wieder runtergestiefelt. Dann nehme ich das gerne mit. Aber es sieht nicht so aus. Irgendwo ist gerade wer runtergekommen, oder? Aber wo? Irgendwas hat gerade einer runtergedroppt. Von wo?